die Verhaltensauffälligkeiten von Hunden werden einfach mehr, weil die Hunde sind einfach unerzogener. Die haben keine Geduld mehr, ja. Also wie bei Kindern, wenn ich das denen nicht von klein auf beibringe, hier hör mal, du musst aber jetzt mal warten, das ist einfach mal, das gehört dazu zum Leben, dann können die das nicht. Woher sollen sie es auch nehmen? Also die Hunde sind einfach sehr, sehr unerzogen, sind respektlos Menschen gegenüber, würde ich fast sagen. Springen einen an, egal ob Müller, Hans, Peter oder wer auch immer, ja. Und das spiegelt so ein bisschen das Bild von der Gesellschaft wieder, finde ich halt, ne? Ich würde auch keinem anraten, einen Hund zu kaufen bei einmaligen Sehen. Also ich habe auch überhaupt nichts gegen eine gute Zucht. Ein guter Züchter, der will sie genauso kennenlernen. Sie geben ja ihre Kinder auch nicht an irgendjemanden mit, oder? Sie wollen ja auch wissen, dass es dem Kind, ihrem eigenen, dort gut geht und sie das heute Abend wieder wohlbehalten mitnehmen können. Und so geht es uns, ja, oder den Züchtern, die ihre Tiere mögen auch, ja. Wer schon ein Tier direkt loshaben will, so nach Motto, oh, nehmen Sie mal mit und auf Probe, das wird schon, ja, der ist meistens irgendwas... Da stimmt was nicht.